Yo Leute und herzlich willkommen auf dem Players Hub Channel. Ich bin euer Silphi und René und ich haben uns gestern eine Frage gestellt, beziehungsweise ich habe mir gestern eine Frage gestellt. Wie sind wir nochmal drauf gekommen? Ah ja, stimmt, wir haben uns generell diese Frage gestellt. Was ist denn, wenn ein Spieler seine Lane spielt wie Challenger, aber er sonst nur Silber 5 ist? Stell dir vor, ihr seid in einem Silber 5K. Und ihr spielt die Lane wie ein Challenger. Danach seid ihr aber genauso schlecht wie jeder andere auch. Würdet ihr mehr Games gewinnen? Diese Frage haben wir uns einmal gestellt. Ich bin halt der Meinung, ja, normal sollte dann der Spieler climben. Aber dann kam die Frage. Ich glaube, die kam von mir. Wie weit kann ein Scripter in der Elo kommen, der ein scheiß Spieler ist? Das ist die Frage, die ich mir gestellt habe. Ne? Gerade kennt man ja Xerath, am bekanntesten für Scripts. Falls ihr nicht wissen solltet, was ein Script ist, ganz kurz einfach, Scripts sind Cheats. Es sind Cheats für LOL. Es gibt mehrere verschiedene. Die populärsten sind Dodge-Scripts und Skillshot-Scripts. Das heißt also, ihr werdet so gut wie jeden Skillshot dodgen können. Es gibt natürlich welche, die kann man nicht dodgen, weil der Champion zu wenig Movement Speed hat, weil der Skillshot direkt von vor eurer Fresse kommt und oder das Ding zu schnell fliegt, ihr im CC seid und so weiter und so fort. Da gibt es echt ganz viele Möglichkeiten, dass ein Script nicht ganz funktionieren kann, aber overall kriegt man dann halt von ganz vielen Sachen nicht aufs Maul. Oder halt, man trifft selbst einen Skillshot, ne, ist halt... Ich weiß nicht, wie solche Scripts genau funktionieren. Ja, ich habe noch nie gescriptet. Sieht welche, die es mal aus Fun gemacht haben. Ich habe auch mal mit welchen gezockt. Also nicht im Ranked, sondern da hat ein Freund von mir mal im Normal Game gescriptet. Aber overall sollte das so funktionieren. Also Leute, das sind Menschen. Scripter sind Menschen, die Cheats benutzen. Deswegen sieht man auch gerade so etwas wie ein Xerath. Das ist Xerath und Kog'Maw. Vielleicht auch Twitch. Sind die drei populärsten Scripter-Champions. Weil das sind welche, wo wenn die alles dodgen oder wo wenn die einfach ihre Skillshots alle treffen, sehr viel Schaden haben. Stell dir vor, ihr seid im Teamfight. Da kommt ein Twitch und ballert mit seiner Ulti komplett durch. Was passiert dann, Leute? Ja, richtig. Der zerstört euch. Jetzt stellt euch vor, er ballert einfach durch und ihr könnt ihn nicht mal mit CC aufhalten, weil er eh alles sidesteppt oder halt flasht oder irgendwie sowas. Was geht dann ab? Richtig, dann habt ihr erst recht den Fight verloren. Oder Xerath da wirklich legit mit seiner Ulti zum Beispiel, mit seiner Q oder auch mit seiner E einfach alles trifft, da habt ihr legit keine Chance. Kog'Maw, genau dasselbe. Der richtet euch einfach zu Tode. Die meisten Scripter haben auch Premates dann dabei, die dann meistens einfach nur Jenna oder Lulu spielen, zumindest wenn wir jetzt auf die Botlane achten, weil diese dann sich erst recht darum kümmern, dass diese Champions nicht sterben können. Es gibt auch, eine Sache muss man ja auch nochmal sagen, es gibt auch Auto-Attack-Scripts. Dieses Script kümmert sich dann darum, dass ihr wirklich jeden Auto-Attack perfekt raushaut. Und gerade mit einer Lulu zusammen, wenn man sich vielleicht auch jetzt mittlerweile Lethal Tempo holt, kann man da sehr gut durchballern. So, aber jetzt ist die Sache. Dieser Spieler hat die Mechanics. Die Mechanics eines Challengers, sag ich mal. Ne? Weil er benutzt sein Script. Das heißt, Mechanical-wise trifft er alles. Aber wie viel Decision-Making braucht man denn dann noch? Und das ist so eine Sache, die ich mir nicht beantworten kann. Also Leute, das ist jetzt so ein Video, wo ich euch jetzt nicht nur so straight up meine Meinung oder so sage, sondern das ist dann halt schon so eins, wo eure Antwort genauso viel wert ist wie meine, weil sonst seid ihr eh alle blöder als ich. Nein, Spaß. Ich frage mich das einfach. Weil meiner Meinung nach, es liegt, was das Decision-Making angeht, ein Game, wo es fast alles ist. Davor, also in früheren Jahren, in früheren Seasons, waren die Leute vom Makro und Micro so blöd. Und Snowball war auch um einige stärker. Also man konnte halt härter snowballen als jetzt. Ich meine, jetzt ist, im Vergleich zu früher, ist LOL jetzt ein Babygame geworden. Ne? Wir haben, davor haben wir hier Dark Souls gespielt. Jetzt spielen wir hier Hello Kitty Online. Also davor war es so, dass nur die Harten überlebt haben. Aber jetzt ist es so, dass wir viel mehr wissen. Wir wissen, wie man Waves manipuliert. Wie wir wissen, wie man richtig Objectives vorbereitet. Wir wissen, wie man jetzt besser tradet. Wir kennen uns mit Power Spikes besser aus. Wir haben mehr Item-Optionen.
und so weiter und so fort. Also sowas wie Bramble West zum Beispiel gab es gar nicht. Das heißt, wenn du auf der Top-Lane gegen den Aatrox spielst, als Dank, ja, hast du aufs Maul bekommen. Das ist ja jetzt auch nur ein Beispiel. Aber ja, so das Script, das spielt halt mechanisch echt auf Challenger-Level. Aber was macht er, wenn er Positioning und sowas nicht drauf hat? Ja, Leute, selbst als Scripter könnt ihr nicht unbedingt in der Frontline stehen bleiben. Vielleicht kommt dann da ein Alistar WQ Engage, als Beispiel jetzt. Und dagegen kannst du dann einfach nichts machen. Dagegen kannst du nichts machen. Oder gehst auf die Sidelane rüber. Bist da völlig alleine, okay? Du kannst zwar alles dodgen und so. Ja, schön, da kommt ein Rengar, der macht Auto-Tech, Ulti-Q, du bist tot. Ich meine, einige von euch haben auch im Stream gesehen, da habe ich auch gegen dieses Script gespielt. Sogar actually zweimal. Eins davon war, glaube ich, waren beide auf YouTube? Weiß ich gerade gar nicht, ob davon mal eins auf YouTube war. Und wisst ihr, was ich gerne mal machen würde? Ich glaube, ich werde mal Riot auch mal anschreiben. Ja, ich weiß nicht, ob das erlaubt ist. Und zwar, ob ich in einem Custom-Game mal ein Script anwerfen darf. Also einfach nur, um das mal in einem Video zu testen. Da würde ich echt mal gerne, also Leute, sind wir mal ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, ich könnte jetzt einfach googeln, ja, League of Legends Script, und ich würde 5000 Angebote dafür oder irgendwas finden. An dieser Stelle, Leute, wir wollen nicht scripten. Ja, das will ich auch nochmal sagen. Scripters machen, nur J-Spieler scripten. Nur Menschen mit kleinen Lümmeln machen das. Nee, aber, weil das Ding ist, ein Custom Game, wie soll ich sagen, cheaten ist ja eigentlich erst dann schlimm, wenn ich offiziell schummel. Wenn aber die Leute wissen, dass ich schummel, weil ich es ihnen sage, ist es ja kein Schummel mehr. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, vielleicht kann man da mal Riot anschreiben. Es würde mich echt mal verdammt hart interessieren, ob man das machen darf. Aber ja, Leute, Frage an euch. Wie seht ihr das? Wie hoch von der Edo, ja, wir gehen davon aus, wir haben einen Bronze 5 Spieler. Wir nehmen mal jetzt Hardcore-Beispiele, okay? Wir gehen mal davon aus, wir haben einen Bronze 5 Spieler, der am Scripten ist. Was denkt ihr, wie hoch der in der Elo kommen wird? Ich gehe mal davon aus, dass Diamond 5 eigentlich drin ist. Ja, und einige von euch werden sich jetzt wundern. Hä, Sinfi? Ich bin auch Diamond. Wie kommst du überhaupt darauf zu sagen, dass ein Bronzespieler auf mein Level rankommt? Wie kommst du überhaupt darauf? Ja, ganz einfach. Ich bin der Meinung, dass man Diamond Elo locker erreichen kann, wenn man einfach nur seine Dingens drauf hat. Wenn man einfach nur seine Lane drauf hat. Ihr könnt natürlich anderer Meinung sein. Das ist okay. Ne? Eure Meinung ist genauso ausnahmsweise mal genauso viel wert wie meine auch. Aber an sich wäre das ganz interessant. Leute, überhaupt, hättet ihr mal Interesse daran, das zu sehen? Ja, wenn wir ein Bronze 5 Spieler in ein Dinges reinstecken, in ein Custom Game, gegen, oh, warte mal, doch, stimmt, auch gegen was? Soll ich ihn gegen Gold spielen lassen? Oder vielleicht gegen andere Diamond Spieler? Oh, das wäre interessant. Das wäre echt interessant. Und am besten sag ich sogar keinem, wer scriptet. Nicht, dass dann die Diamond-Spieler sofort den Bronze-Spieler dann campen oder so. Und nehme ich dann auch direkt Bronze 5? Oh Leute, das sind echt Fragen über Fragen. Ha. Oder besser noch, soll ich einen Bronze 5-Spieler in eine Arena reinstecken gegen den Challenger? Auf der Lane jetzt halt nur, ne? Boah. Leute, ohne Witz. Passt auf. Dieses Video ist ja eigentlich recht spontan entstanden, weil wir halt irgendwie kurz drüber geredet haben. Und ich dachte mir, es wäre auch für euch sehr interessant. Schreibt ihr mal eure Ideen in die Kommentare rein, okay? Lol, Fun Fact. Ramos wie Proc Scorch. Also nicht nur eure Meinung generell dazu. So von ihr könnt sagen, Silfi, ich bin der Meinung, ein Bronze 5 Scripter kann Diamond 5 erreichen oder Gold 3. Und dann schreibe ich auch nochmal den Riot Support an, ob das geht, und ihr schreibt aber auch nochmal in die Kommentare, was für ein Format ihr quasi damit haben wollt. Das heißt also, stecken wir
den Bronzespieler in ein Game rein gegen nur Diamonds. Ja, oder irgendwie sowas in der Art. Oder lass ihn wie ein 1 gegen 1 machen gegen einen Challenger. Was weiß ich auch. Da kann man, glaube ich, echt viel machen, wenn der Riot Support dazu ja sagt. Ich frage mich sogar gerade. Angenommen, ich scripte auf einem Smurf-Account. Wird dann mein Main dafür bestraft? Ich meine, ich würde das legit nur im Custom-Game machen, ne? Das heißt, jeder würde da auch Bescheid wissen. Scheiße, Leute, ich muss das wissen. Leute, ich beende hier das Video. Ich schreibe jetzt gleich sofort den Riot Support an und da gucken wir mal nach, was da drin ist. Ich bin dann aber auch erstmal weg. Eure Meinung in die Kommentare. Tschüss. Hau die rein und bis zum nächsten Mal.